Ich weiß, es ist sicher hart für Dieter Bohlen als Titan des Pop plötzlich auf dem Schrottplatz. Ja, aber selbst Titan gehört irgendwann mal zum Altmetall. Oder damals Bohlens Kampagne gegen häusliche Gewalt zusammen mit Verona Feldbusch. Immer MeToo war damals noch eine japanische Gemüsesuppe. Auf dem Ballermann, da gibt's keine Inzidenz. Sangria, das ist der Virologen-Albtraum. Das ist der sogenannte Corona-Maletow-Cocktail. Und ich fange ganz ruhig an. Ich bin gestern an einem Impfzentrum vorbeigefahren. Das war so leer wie der Geldbeutel von Michael Wendler. Da stand niemand an. Niemand. Ich wiederhole es nochmal. Niemand! Ähnlich wie am Würstelstand vom Tönnies. Ich meine, überall heißt es auch noch an Flächentests, da hapert es auch. Warum man auch immer Flächen testen muss. Ha? Aber wenn das mit den Impf- und Testzentren nicht funktioniert, dann muss das der Captain mit einer Ansage regeln oder jemand finden, der das kann. Wo ist eigentlich der MacGyver, wenn man ihn mal wirklich braucht? Ha? Der könnte aus einem Q-Tip und einem Faden funktionierende Schnelltests basteln. Voilà! Für alle und für das kaputte Impfdesaster. Da müssen wir halt in den Maschinenraum. Scotty, impf mich hoch. Ja, der Scotty von der Enterprise, der könnte das kaputte System reparieren. Also, ich rufe an dieser Stelle Captain Merkel und den ersten Gesundheitsoffizier Jens Spahn. Der Chefingenieur braucht eine Ansage. Auf der Enterprise. Da liefe das dann so ab. Captain Kirk, geht zu seinem besten Mann, Scotty. Wir brauchen bis spätestens Anfang April eine vernünftige Impf- und Teststrategie. Captain, keine Chance. Die Lithiumkristalle sind gebrochen. Operation Warp Speed lahmt. Ich sag mal, das dauert mindestens noch 6 Monate. Scotty, du hast 3 Wochen. Okay, Captain, ich mach's in 2. Yes! Aber es ist auch nicht alles schlecht im Moment. Es gibt auch Lichtblicke. Dieter Bohlen, geht's ja gerade nicht so gut. Der wurde von RTL gefeuert. Alter, das muss man erst einmal schaffen. By the way, hä? Da gäb's ein paar Bischöfe, die würde ich. Also, darf ich noch als Gastjuror den Peter Altmaier reinwerfen? You're fired. Du bist raus aus der nächsten Corona-Staffel. Aber der Dieter Bohlen, dem geht's wirklich nicht so gut. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, da war er mit dem Gipsbein so humpelig und er ist ziemlich blass, also ganz ungesolariumt, also ungegrillt. Und der, also ich hatte wirklich Mitleid mit dem alten weißen Mann. Ja, sonst war er immer alter brauner Mann. Also, das darf ich nicht sagen, ein alter orangener Mann. Ja, Dieter Bohlen ist ja bräunungsmäßig der deutsche Donald Trump. Beide haben eine Dauerkarte im Sonnenstudio Nadel. Sag mal, heißt die Frau von Donald Trump nicht Melanomia? Das ist mir früher nie aufgefallen, dass die Frau des gebräuntesten Menschen des Planeten wie Hautkrebs heißt. Und der Bohlen sucht jetzt verzweifelt den Verantwortlichen, der ja verantwortlich ist für seinen Rauswurf. Also ist für ihn auch so eine neue Art DSDS. Dieter sucht die Sau. Es geht nun eine Fernsehära zu Ende. Bohlen ist offen. Ich weiß, für den komme ich in die Wortspielhölle. Aber wie wird man jemand los, der gleichzeitig das Zugpferd ist? Oder zieht er nicht mehr? Quotentechnisch kriegt er sie nicht mehr hoch. Ha? Dieter Bohlen und RTL. Das ist ja so ein bisschen Ablösungsprozess wie Donald Trump und die Republikanische Partei in Amerika. Die Mehrheit der Partei wollte ihn nie. Aber er hatte immer zu viele Fans da draußen. Und jetzt haben sie bei RTL, also der republikanischen Televisionslobby, die haben Angst, ja, dass es vielleicht noch mehr Gemeinsamkeiten gibt. Am Ende sagt dann nächste Woche der Bohlen, ich bin gar nicht rausgeflogen, man hat mir die Sendung gestohlen, Jury Fraud, das war alles rigged, ich habe die Wahl gewonnen. Und dann an Ostern, by the way, Wiederauferstehung im Fachjargon goldener Buzzer. Da stürmen dann Bohlen-Anhänger mit Büffelhörnermützen das Kapitol der RTL-Studios. Und hey, der echte Büffelmann, erinnert euch noch? Der steht übrigens gerade vor Gericht da in Amerika. Und dann hat er erzählt, ich bin unschuldig, ich bin nicht gewaltsam ins Kapitol eingedrungen.
Polizisten haben mich und uns anderen reingewunken. Der Richter ist total sauer, weil die Anklage hat ein Originalvideo eingespielt. Und sagen wir so, das war so eine klassische Walking Dead Szene. Darauf sieht man, also wie der hirntote Mob, die Trumper, die Scheiben einschlägt und die Tür eintritt. Ja, und im Hintergrund, gut, da war ein Polizist, der hat gewunken. Nein, Hilfe, nein, nein, oh mein Gott. Und dann haben die Kapitolbullen Tonsteine Scherben gesungen. Das ist unser Haus. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Dieter Bohlen jetzt auch Verschwörer wird. Ich meine, es ist auffällig, oder? Xavier Naidoo war als die SDS-Juror drin, dann rausgeflogen. Der Wendler war auch drin, rausgeflogen. Ey, ich verschwöre, Dicker. Ja, vielleicht ist es so eine Art Pendelvirus, der sich so überträgt. Die DSDS-Jury ist das Wuhan der Querdenker. Lieber Dieter, viel Spaß bei der Suche nach denen, die dich nicht mögen und dich loswerden wollen. Das könnte etwas länger dauern. Ja, da bist du an Ostern noch nicht fertig. Ich meine, eigentlich war es vorher immer umgekehrt, oder? Bohlen beißt alle weg. Sag mal ehrlich, die Kandidaten interessieren ja seit Jahren auch keine Sau. Das Einzige an DSDS, was seit 10 Jahren noch irgendwen, also ich kann es nicht oft genug sagen, interessiert hat, war die Jurybesetzung. Ja, der Dieter hat immer gesagt, le jury, c'est moi. Nicht umsonst war früher einer seiner größten Hits, jury, jury, lady. Das war halt nur falsch geschrieben. Man stellt sich mal vor, was bei DSDS passiert wäre ohne Dieter Bohlen. Daniel Kübelböck hätte nach dem ersten DSDS-Casting keinen Recall bekommen, sondern einen Therapieplatz. Menuhin Fröhlich hätte mehr Pulver auf dem Konto als in der Nase. Und Alexander Klavs müsste heute nicht sein Lasso bei den Karl-May-Spielen von Bad Segeberg rausholen. Naja, vielleicht doch ein bisschen. Apropos Karl-May-Festspiele, Dieter Bohlen hat auch Gutes getan. Hey, wir erinnern uns doch alle an sein berühmtes Welpenschutzprogramm unter dem Namen Modern Talking. Und der Thomas Anders war ja damals noch Indianer. Klar, Indianer darf man nicht mehr sagen. Da sagt man jetzt Schlagersänger. Oder damals Bohlens Kampagne gegen häusliche Gewalt zusammen mit Verona Feldbusch. Hey, das war ein echter Hit in the face. Ich meine, MeToo war damals noch eine japanische Gemüsesuppe. Ich weiß, es ist sicher hart für Dieter Bohlen als Titan des Pop, plötzlich auf dem Schrottplatz. Ja, aber selbst Titan gehört irgendwann mal zum Altmetall. Und der Abgang von Dieter Bohlen fällt zusammen mit dem Start eines neuen Formats auf RTL 2, Prominent und Obdachlos. Ein bisschen klingt schon nach DSDS, es geht um Platte machen. Und die prominenteste Kandidatin bei Prominent und Obdachlos ist Desiree Nick. Die anderen wurden von den Obdachlosen nicht mal erkannt. Ich sag's einmal so, das Wort zynisch wurde schon sinnloser verbraten, oder? Als wäre obdachlos sein sowas wie ein freiwilliges Dschungelcamp in der Innenstadt. Hey, liebe Fernsehmacher! Wenn man sich mit den abgehalfterten D-Promis am sozialen Elend aufgeilen will, dann zieht es wenigstens gescheit durch. Ich hätte ein paar Formate für euch. Der Meister Yoda der Nutzlosigkeit empfiehlt. Statt Prominent und Obdachlos, Prominent und Heimatlos. Mal eine Woche Auffanglager, Moria. Prominent und Schleierlos mit Desiree Nick in Saudi-Arabien. Prominent und ausweislos als Bauarbeiter in Katar. Prominent und oppositionell. 2,5 Jahre Russland zwischen Novichok und Kasachok. Straflager mit Alexei Nawalny und der Musik von Modern Talking. Aber das trauen die sich wahrscheinlich nicht, oder? Stattdessen kommt dann wahrscheinlich wieder sowas wie Prominent und Führerscheinlos auf Malle mit Jan Ulrich und Martin Semmelrogge. Sag mal, Moment einmal. Wann hat der Bohlen gekündigt? Kann das sein? Das war gleichzeitig mit der Öffnung von Mallorca. Ostern ist gerettet. Wir Deutschen gehen wieder in die Offensive. Wir marschieren wieder ein. Die Handtuchindustrie atmet auf.
Urlaub in Bayern geht nicht. Verboten. Inzident und urlaubslos. Aber Malle, auf dem Ballermann, da gibt's keine Inzidenz. Ja, die Dummheit der Menschheit. Ich meine, was haben wir Deutschen und schon letztes Jahr, erinnert ihr euch letztes Jahr? Da wurden testweise Leute nach Mallorca geschickt, zum Ballermann, mit Bussen. Die Leute haben noch applaudiert und so, schauen wir mal, da wird schon nichts passieren. Die werden sich alle an Regeln halten. Hä? Sangria, das ist der Virologen-Albtraum. Das ist der sogenannte Corona-Maletow-Cocktail. Ja, ein Eimer mit 10 Strohhalmen drin. Ja, für Spucktests wäre es super geeignet. Ich meine, hey, auf Malle, die brauchen keinen Impfpass, die brauchen einen Aufpass. Und die ersten Bundesländer fangen an zu diskutieren. Ups, ja, aber die kommen ja dann wieder zurück, die Malle-Urlauber. Vielleicht sollten wir die dann auch alle testen. Hey, das sollte man sich einmal vorher überlegen, ha? Bevor man Öffnung macht. Immer wenn dann die ersten Orks aus Mallorca wieder zurückkommen, die brauchst du doch gar nicht testen. Da verschwende ich doch keinen Test mehr. Außerdem an dieser Stelle mal eine Frage. Warum lassen wir die überhaupt wieder zurück? Die sind doch dann alle genau da, wo wir sie haben wollen. Übrigens, ich habe ja vor 3 Wochen erklärt, warum die Engländer so schnell impfen, weil sie Urlaub ohne Deutsche wollen. Der Link zum Clip, den kann man hier irgendwo, wo auch immer, da unten drauf. Ich gehe mir nicht aus. Ja, ich meine, jetzt, wo die Deutschen doch kommen dürfen, da haben die Engländer Alarmstufe 2 ausgerufen. DEFCON 2. Ja, ich nenne es DEFCON 3. Und in Großbritannien, und das ist auch kein Zufall, Freunde, der Boris Johnson, der hat seine neongelbe Busfahrerweste schon getauscht gegen die Kampfbadehose mit dem Union Jack und der hat angekündigt, die Anzahl der Atomsprengköpfe zu erhöhen. Die Briten wollen aufrüsten. Why ever? England, neue Atomsprengköpfe? Immer, was hat denn der Boris gesoffen? Guinness mit einem Schuss AstraZeneca? Wird England jetzt das Nordkorea Europas? Kim Jong-Jong-un? Der Spitzname von Boris Johnson in England ist übrigens Bojo. Klingt ein bisschen wie ein koreanischer Clown, oder? Ich meine, eine neue Frisur würde dem Prime Minister nicht schaden. Also mit Undercut, das würde ihm schon stehen. Ist er Ihnen aufgefallen? Boris Johnson mit der Frisur von Kim Jong-un, da sah der aus ein bisschen wie bei Peaky Blinders. Und der Boris hat ja auch gesagt, er will wieder die größte Marineflotte Europas haben. Und warum? Because we are the Peaky fucking Blinders. Britannia rules the waves. Hä? Demnächst lässt Boris sich einen Vollbart wachsen. Obwohl ich bei dem denke ich ja nicht an sowas wie Admiral Nelson, sondern mehr an Captain Iglo, der alte Kinderschänder. Und kein Witz, nächstes Jahr soll die erste Rakete aus Schottland ins All starten. Ist das geil? Schotten im Weltall? Wahrscheinlich mit Scotch Single Malt Whisky als Sprit und Kills als Bremsfallschirm? Ja, klassische Sparmaßnahme. An der Stelle übrigens zitiere ich die größten Worte des größten Schotten jemals im Weltraum ever, Scotty. Und die passen perfekt für Boris Johnson. Ich zitiere. Captains sind wie Kinder. Sie fordern immer mehr, als sie brauchen. Die Kunst ist es, ihnen nicht zu geben, was sie wollen, sondern das, was sie wirklich brauchen. Und zum Schluss auch noch gute Nachrichten aus Großbritannien. Prinz Philipp ist aus dem Krankenhaus raus. Und nicht nur rausgekommen, sondern rausgegangen. Selber, zu Fuß. Sah ein bisschen aus wie The Walking Dead Staffel 12. The Walking Granddad. Gut, auch für den zahle ich. Apropos The Walking Dead. Auch der Prinz Philipp muss sich ja jetzt rumschlagen mit Negan. Ist wichtig. Negan ist Harry. Negan, böse Bösewicht. Und Negan, hey, ist einer, wie ich finde, der geilsten Bösewichte aller Zeiten. Mit seiner Spezialität. Ein Baseballschläger mit Stacheldraht umwickelt. Die klassischen Essstäbchen der Militärs in Myanmar. Also wenn sich Megan, also die Megan,
sich jemals ein Stacheldraht-Tattoo machen lässt und mit dem Baseballschläger auftaucht, Vorsicht. Und übrigens nochmal wegen Prinz Philipp. Es haben einige gedacht, der war im Krankenhaus, weil er einen Autounfall gebaut hat. Nein. Ich meine, er hat früher schon einige Unfälle gebaut. Ich meine, 99 ist der, also mit 99 Jahren, da fährt man gern mal an, mit 99 Jahren, da hat man Spaß daran. Okay, ich glaube nicht, dass das ein Hit wird. Ich glaube ja, der Prinz Philipp, der hat ja mittlerweile den Führerschein abgegeben, schon mit 97. Ja, kann man machen. Und macht nicht jeder. Und es kann schon mal heikel werden. Es stimmt nämlich nicht, dass Rentner immer langsam fahren. Vor kurzem, letzte Woche, haben sie in Deutschland einen 88-jährigen Rentner geblitzt mit 191 Stundenkilometer. Der war gerade auf dem Weg zu seiner Impfung. Das ist wirklich wahr. Und der hat der Polizei gesagt, ja, weil er für seinen Impftermin zu spät dran war, hat er ein bisschen mehr Gas gegeben. 191 Sachen. Ich wiederhole es nochmal. 191. Alter, die Möglichkeit dabei zu sterben ist um 400% höher als an Corona. Gut, tendenziell kann ich dieses Impfracing nachvollziehen. Ja, der wollte halt die 3 Wochen wettmachen, die er an der Hotline verbracht hat. Sagen wir es mal so. Bis in Deutschland nicht alle geimpft sind, wird bei uns kein Tempolimit eingeführt werden. Zwinker-Smiley. Hey, und wenn ich das mit diesem 191er Racer-Rentner so sehe, weißt du, alle reden davon, dass wir die Altersheime schützen sollen. In dem Fall finde ich, man sollte uns mehr vor den Alten schützen. Freunde, und ich werde jetzt auch nicht mehr alt, ich bin gleich weg. Kommentiert's, schreibt's, was hat euch gefallen oder, keine Ahnung, glaubt ihr, es ist gut, dass Polen jetzt offen ist? Sollen wir Malle wirklich besetzen? Was ist der größere Bösewicht? Migen oder Nigen? Einfach kommentieren und abonniert diesen Kanal, welcher es auch immer ist. Der, da, jetzt, da, so. Und ansonsten könnt ihr hier klicken, wenn ihr alte Clips anschauen wollt. Und Freunde, wer mal wieder Zept schauen will, ich gehe auf Tour. Die Termine, da gibt es auch einen Link. Und da zeppe ich mich mit euch dann durch die Welt. Servus.